Bitte schön, mit Spaß ist man immer spaßig dabei. So viel dazu. So, jetzt dürfen wir eigentlich auch nochmal ankommen. Was auf dem. Sehe ich mich nochmal von einem U-Boot verarschen? Gab es hier nochmal was? Verlassenes U-Boot? Ich guck mal nach. Einfach um mal nachgeguckt zu haben. Weil ich kann mich an das irgendwie nicht erinnern. Swing. Wir nähern uns mit langsamen Schritten. So. Direkt mal hier neben ran. Zack. Vielleicht kennen wir es, vielleicht noch nicht. Oh, das sieht unbekannt aus. Finde ich gut. Hä? Alter! Ganz andere Maßstäbe hier! Oder rechnen wir, man muss nur mit einem kämpfen? Was soll das? Hilfe! Das ist eine ganze Armee! Das hört nicht mehr auf! Geh weg! Die fiesen Viecher! Wow! Oh, oh, oh! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Alle weg! Ich würde gerne, echt gerne meine riesen Wirbelattacke laden, aber das geht hier nicht. Das ist einfach zu großes Getümmel. Bisschen verbuggt oder einfach nur keine Lust mehr? Na, 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 na. Da kriegt man Kopfschmerzen von den Geräuschen. Tada! Eine Schatzkarte! Juhu! Alles klar! So. So, vielleicht finden wir hier ja. Ja, vielleicht ein bisschen Geld, was wir benutzen können. Dass wir vielleicht gerade so auf 398 kommen. Aber langsam fange ich an, das zu bezweifeln. So, das nur aufmachen. Ja, scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Naja. Was soll man machen? Kann ja nicht alles perfekt sein, ne? Richtig. So, jetzt aber mache ich wieder hier zur eigentlichen Mission. Und ich glaube, das ist doch auch wieder die Insel, wo wir eine der Karten gefunden haben. Wenn ich mich richtig entsinne. Ne, die war direkt daneben. Okay. Was ist das denn da? Da ist Draconia. Da fahren wir gerade dran vorbei. Okay. Aber uns wird gesagt, irgendwo im unteren Bereich des ganzen Dingens. Ja, das wird es dann wohl sein. Oder etwa nicht. La, la, la. Ah, da taucht doch schon das glühende Fähnchen der Freiheit auf.
frag mich jetzt nicht, wie ich auf so einen Satz gekommen bin. Wir stehen ein wenig unter Beschuss. Aber nur ein bisschen. Nicht viel, nur ein bisschen. Juhu. Haben die sich jetzt gegenseitig abgeschossen? Habe ich es gerade richtig gesehen? Denn ich habe keinen Schuss abgefeuert. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Ein Trifospitter, juhu. Wow, 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 ich verziehe mich mal. So. Bringst du uns rein zufällig nach Präludien? Mein Wirbelsturm. Los, bring, los, komm her. Komm her, ich bin zu faul, jetzt das Lied zu spielen. Bring mich nach Hause. Yay. Wie nö. Wie nö. Hier, los. Aber die tun uns im Allgemeinen nichts mehr. Naja. Denn ich habe jetzt eine Idee, wie wir relativ schnell an Rubine rankommen. Ja, Masterplan und so. Denn wir können die, ja, sagen wir mal, die Rentenkasse unserer Oma anzapfen. Klingt jetzt schlimmer, als es eigentlich ist. Also jetzt mal ernsthaft, also tut das nie, macht das nicht. Also bei euren Großeltern, Finger weg von der Rentenkasse, von jeglichem Geld, was im Haus liegt. Aber hier ist das ja wieder was ganz anderes, denn ist ja nur ein Spiel. Na, na, na. Wir müssen nur einigermaßen intelligent dahin kommen. So. So. Ah, das langt doch. Das langt doch. Gleich sind wir da. Los, komm. So, wie kommen wir nochmal runter? Ah, genau, hier. Wegpacken. Und runter. Aber wenn das quasi die geheime Rentenkasse der Oma ist, wie kommt die da dran? Die kann sich doch gar nicht mehr so bücken. Also die kann auch gar nicht mehr unterm Haus herkriechen. Wow. 100 Rubine. Juhu. So, heißt uns fehlen noch 30 an der Zahl. Und die sind ja schneller beschafft, als man Erbsen einfach sagen kann. Ja, gut, jetzt so schnell dann doch nicht, aber ihr wisst, wie ich das meine, ne? Richtig, richtig. Zack. Pötken, Pötken. Nix. Nix. Das Schwein ist mittlerweile richtig fett geworden. Das ist ein richtiger Brummer. Und dieses Schwein kann eigentlich auch nach Geld graben. Allerdings tut es das ziemlich selten. Da ginge das zum Beispiel. Das heißt, wir werden es einfach mal schnappen und mitnehmen. So. Hey, Schweinchen. Ich leih mir das mal gerade kurz aus, ne? Also, keine Sorge. Keine Panik. Das kommt schon nicht weg. Hier müssen wir hin. So, Beute. Das steht an hier. Hä? So, Schweinchen. Huch. Da sollst du hin. Da. Ah. Alter. Da haben wir schon mal 20. So, die restlichen 10, die finden wir hier. Also, die finden wir hier so. Oh, oh, oh. Ah, evil Schwein, Kacke. Ah. Aua.
Alter! Weg, 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 weg. Und das Schwein, das kann man nur beruhigen, indem es sich hier ein bisschen abkühlt. Alter. Evil Schwein of the Death, ey. Was soll das denn? Nichts gemacht. Krabbe, stirb. Naja, dann halt nicht. So, fehlen noch drei. Kann nicht so schwer sein. Ja. Zack. Ach, Mann. Nee. Leider daneben gesprungen. Können einfach mal da oben den Rasen mähen. Da wird schon mal bei rauskommen, wa? Hier einmal schnell. Huch. Einmal schnell. Wing. So. Zack. Haben wir es geschafft. So. Haben wir jetzt eigentlich vom. Ich glaube, vom normalen, vom Land aus geht das nicht. Nee. Asa. Huch. Das würde, hätten wir hier einen riesigen Tornado auf der Insel. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv, wenn man die Insel retten will. Oder einfach Teil eines diabolischen Plans. Ich bin für Letzteres. Daneben. Roter Neue, auf geht's. So. Dann wollen wir noch mal zu Tingle, dem alten Quacksalber. Uhr 22 mittlerweile. Eieiei. Halt, stopp. Von Bord und auf geht's. Tingel, Tingel, es ist dringend. Los. Warum hat er sich keinen Fahrstuhl? Hat doch genug Arbeiter dafür. In Wahrheit ist das Ganze hier eigentlich so ein Ölbohrer. Weißt du? Ja, Fee, ich hab dich vermisst. Was wollen wir spielen? Ich habe eine Karte gefunden. Ja. Ja. Bitteschön. Juhu! Ja, öffnet mit Hilfe von oben, das wäre gerade, oder? Streng dich an und finde den Schatz. Drückst du Seekarte mit mir, oder? So. Aua. So, bin ich mal gespannt, wo ist der letzte Splitter? Abgehakt, 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 abgehakt. Was? Ist doch, ach, hier ist eins von den Augengriffen, wa? Wo war das? Wo war das? Ach, da unten. Ach, da unten. Okay. Blip. Kommen wir natürlich wieder nur vom Präludien aus hin. Weil es da unten in der Ecke, glaube ich, keinen anderen Warp-Punkt gibt. Oder wir machen es von hier aus und das machen wir. Von da aus und dann quer runter. Das ist viel sinnvoller, als dann zwei Felder umsonst durchzufahren. Und falls es einige Leute stört, dass ich so viel rumfahre, ja. Das Fahren macht mir irgendwo auch Spaß und möchte ich auch gerne, möchte auch gerne meinen Spielspaß auch mit euch teilen. Und ja, deswegen habe ich es einfach mal drin gelassen. Dreist, wie ich bin. Wer möchte, kann die Passagen überspringen. Ach, wir müssen doch einfach nur runter.
Ja, noch viel einfacher. Ja, dann machen wir auch mit Überspeed hier. Warp-Antrieb. Warp. Und auf geht's. Sieben Rubine haben wir noch übrig. Alter Falter.